Liebe Freunde, willkommen zurück zu Oxygen Not Included. Ich bin euer Kernkraft 3000 und wir machen weiter in Deepwater Horizon. Und wir haben hier gerade die Kabel fertig gebaut. Das heißt, wir können hier auch sofort die Ziegel wieder zumachen. Die Tür hatten wir abgeschlossen, denn in der letzten Folge sind wir schön verkeimt worden. Und die Krankenbetten waren dauerhaft besetzt. Ruby werde ich nochmal raufschicken. Ich glaube, das funktioniert aber auch nicht so ganz, wenn ich mir die Räume angucke. Wenn Ruby jetzt drauf ist, stellt sich mir die Frage, was passiert da eigentlich? Auf Klo gehen, Hände waschen, desinfizieren. Super. Sauerstoff läuft so einigermaßen. Ich werde das hier mal aufmachen alles, damit hier Sauerstoff reinkommt. Obwohl es ja auch direkt hier durchfließen sollte. Dann machen wir das aber mal so. Ja, und wir waren gerade dabei, den Sauerstoffraum zu bauen. Und das haben wir auch soweit fertig. Ich mache die Ecke hier oben lieber noch. So. Das machen wir lieber noch. Strom ist dran und auch angeschlossen. Das haut alles soweit hin. Ja, man könnte direkt auch schon einen kleinen Generator bauen. Und zwar vielleicht hier hin. Vielleicht hier mit rein. Da müssen wir mal gucken. Wasserstoffgenerator. Der braucht eine andere Höhe. Den können wir auch direkt mit einspeisen lassen, weiß ich nicht genau. Drehen kann ich das Ding nicht, sonst würde ich den hier irgendwo mit hinstellen. Wasserstoff. Und Sauerstoff geht direkt wieder runter. Eieiei, die Algen sind schon wieder alle. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Also, die Container haben wir. Werde ich mal langsam weiterlaufen lassen. Ich mache die erstmal fertig, damit hier aufgeräumt werden kann. Das machen wir dann auch gleich. Teilweise wurde das ja auch hier schon gemacht. Das hier auch mal wegholen. So, und dann werden wir hier das Wasser anschließen. Da muss ich mal gucken, wie wir das machen. Welche Pumpe wir hier nehmen. Die Pumpe ist hier dafür verwendet. Und hier unten auch. Und dann würde ich einfach hier was rüberlegen. Und wie sollen wir jetzt hier rüberkommen? Das ist ein bisschen schwierig. Frischwasserzugang. Eieiei. Das ist hier Frischwasser, ja. Da muss ich das hier oben rüberlegen. Hier rein und wieder eine Brücke hier oben hin. Das ist ein bisschen happig. Oder ich lege es hinten rum, was aber auch doof ist. Die hätte ich hier nicht zusammenbauen sollen. Das ist ein bisschen kurios. Wir können es aber auch anders machen. Das Rohr nehmen wir weg hier. Und bauen hier ein paar Brücken hin. Und zwar so. Und so. Das könnte fast funktionieren. Und dann muss ich mal gucken, ob wir wirklich das mit diesen beiden hinbekommen. Mit einem Rohr. Das sollte aber kein Problem sein. Und das heißt, ich kann jetzt hier auch die nächste Brücke legen. Und die würde ich hier am Klo machen. Und ich hoffe, dass die direkt auch hier rüber geht. Nee, das geht noch nicht. Dann legen wir das Ding einfach mal hier hin. Oder hier. Ja. Sehr kompliziert sieht das aus, aber es funktioniert. So hin. So hin. So, und dann haben wir Gas. Jetzt muss ich da auch erstmal Sauerstoff produzieren lassen. Und ich will natürlich erstmal diese Kappe hier bauen, was ich euch zeige. Die könnte im Grunde
Oh, das ist ein bisschen eng hier mit dem Raum. Dass er sich nach unten drückt, unten wälzt irgendwie. Ich versuch's jetzt mal so erstmal. Mal gucken, ob es überhaupt funktioniert. Und die Leute müssen hier oben ja auch noch ran. Und sich den Strom hier rausholen. Moment, das machen wir auch anders. Den Wasserstoffgenerator bauen wir dann auch in den Schacht rein. Und hier machen wir das Ende der Kolonie erstmal hin. So. Das sollte erstmal jetzt hoffentlich funktionieren. Sauerstoff lasse ich hier auch mal weiterlaufen. Und dann legen wir einfach jetzt hier, Sauerstoff wird schon produziert und die Kappe, ich hoffe, dass es auch funktioniert überhaupt. Und dass da Wasserstoff nach oben gedrückt wird, dass er hier rausquillt, dass der Sauerstoff nach hier unten gezogen wird irgendwie. Da müssen wir mal gucken, ob das klappt. Normalerweise würde man die Kappe einen höher machen, dass hier sich ein bisschen so eine Blase entwickeln kann. Warum hier nicht? Ach, die kommen natürlich hier nicht mehr durch. Ah, ist natürlich. Das ist natürlich Quatsch erstmal hier. Das müssen wir mal beobachten, wie das jetzt hier genau funktioniert. Eieiei, Leute. Die Algen. Da muss ich auf jeden Fall nochmal Algen holen. Sonst gehen wir hier noch unter und das wollen wir nicht. Vorm Untergang. Ich würde sagen, wir holen uns einfach. Ach, hier, was liegt hier drin? Erde, Algen. Holen uns die hier raus. Schleim liegt hier überall. Ich meine, Algen sind hier überall drin. Hier oben. Ja, das scheint erstmal okay zu sein. Die Kappe sieht hier nicht ideal aus und dieser Hut ist auch ein bisschen klein. Da müsste ich einen größeren Schacht bauen, damit sich auch schön der Wasserstoff hier drin sammelt. Aber das ist das System quasi ohne. Das ist ja für mich auch neu. Das hatte ich auch schon öfter gesehen, wo ich es auch noch nie gebaut habe. Keine Ahnung. Vielen Dank auf jeden Fall für das Kommentar. Ich glaube, das kam sogar aus dem Livestream. Mit diesem Raum kann man quasi. Ist man nur auf einen einzigen Raum angewiesen und braucht es gar nicht groß filtern mit einem zweiten Filterraum, weil der Wasserstoff normalerweise nie hier unten in Berührung mit den Pumpen kommt. Und die kann man sofort abpumpen. Und hier sollte nur Sauerstoff drin sein, alles andere wird hochgedrückt. Hier liegt aber noch was, das muss weg. Das muss weg. So, und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier oben machen. Erstmal eine Gasleitung. Die bauen wir auf jeden Fall. So. Und die Frage ist hier oben, der Wasserstoff, wann springt das Ding an? Bei 1000 Gramm könnte man das machen. Vielleicht baue ich hier so ein. Da muss ich wirklich aufpassen, weil wenn hier Sauerstoff reinkommt, dann nimmt das Ding auch gleich Schaden, der Wasserstoffgenerator. Da muss ich wirklich ein bisschen aufpassen, was ich hier oben abpumpen lasse. Strom ist drauf. Sauerstoff ist hier auch voll.
Wir machen das mal so. Hier unten können die Duplikanten durchlaufen. Und wir machen hier das einfach wieder zu. Und Wasserstoff kann auch hier durch von mir aus. Aber das wirbelt das auch ein bisschen durcheinander. Das ist ein bisschen doof hier oben zumindest. Ich habe es aber hier auch schon gebaut. Das heißt, ich kann von außen hier ran und kann das hier zumachen. So. Und dann sollte die Kappe auf jeden Fall schon besser funktionieren. Und hier oben muss ich wirklich gucken, wie ich das mache. Ab 1000 Gramm irgendwie, dass es permanent läuft. Das heißt, ich könnte hier... Ja, jetzt geht's schon los. Das ist ein bisschen doof. Das ist doof. Das hätte ich nicht machen sollen. Der pumpt aber auf jeden Fall erstmal auch nur, weil das Ding noch gar nicht an ist. Ja, der stoppt sich jetzt hier. Und hier haben wir schon den ersten Sauerstoff drin. Da auch. Und das ist ein bisschen doof. Und hier muss ich wirklich darauf achten, dass ich, da muss ich mal gucken, ein Gasventil, glaube ich, mit einbaue. Ne, kein Gasventil, sondern... Oh ja, da muss ich erstmal gucken, wo das Teil war. Hier. Gasdruckschalter. Ein Gasdruckschalter, der springt an. Wenn hier oben... Wo pumpt der hin? Wo pumpt der hin? So, und da müssen wir die Stromleitung wieder drauflegen. Das heißt, wir machen das so rum. So machen wir das. So. Das heißt, der Gasdruckschalter schaltet eigentlich nur den Stromkreislauf frei und damit auch die Pumpe. Und dann sollte das funktionieren. Tja, man könnte hier unten eigentlich jetzt schon anfangen, den Sauerstoff und verschmutzte... Das wird sich auch verteilen, das sollte okay sein. Die Frage ist jetzt auch, wo legen wir es hin? Ich würde anfangen, Sauerstoff hier hinzulegen. Und das zweite Ding, boah, müssen wir mal gucken, wo wir das machen. Das zweite Ding steigt auch nach oben. Eventuell machen wir das einfach hier. Und ich würde jetzt gucken, dass wir weitermachen mit dem hier eins. Und mal hier eins. Und ich bin nicht sicher, ob das reicht. Ich glaube nicht, weil wir eine Pumpe und zwei Ausgänge haben. Ob das reicht, weiß ich nicht. Das heißt, wir machen das jetzt so. Der zweite Ausgang war hier unten. Da müssen wir mal gucken, ob es hier abgeht. Da bin ich gespannt. Wir lassen das mal ein bisschen laufen. Ja, hier wird es auch ein bisschen kritisch schon. Ach, kommt ja auch jetzt keiner mehr hoch. Ah. Ist ja klar, ne? Also, das läuft, klar. Und das wird wahrscheinlich auch den ganzen Sauerstoff hier weglutschen. Wir müssen mal gucken, wie auch das Wasser hier reicht. Wie auch das Wasser hier reicht. Ansonsten schmeiße ich mal wieder so ein Ding an. Wasserfilter. Ja, und dann wäre das nächste große Projekt natürlich der Dampfgeysir. Ihr seht, wie hier der Wasserstand schon gestiegen ist. Schön mit Frischwasser, ist natürlich heiß. So, und hier würde ich jetzt einfach mal 1000 Gramm machen. 1000 Gramm sind auch drin. Hier sind jetzt auch, ja, über 1000 Gramm. Ja, Schalter wird eingeschaltet, wenn der Druck über 1000 Gramm erreicht hat. Das machen wir auch. Und dann müssen wir hier nur noch einen Strom anschließen und das werden wir auch als nächstes hier den Schacht vollenden. So. Ich hoffe, die kommen ja auch durch, die Duplikanten, aber eigentlich schon. Das sollte gehen. Das heißt, wir können dann auch die Starkstromleitung hier rüberlegen und da haben dann auch einen weiteren Anschluss. Einen weiteren Anschluss und können die Batterien wirklich irgendwann auslagern und hier unten so eine abgekoppelte Batteriefarm aufbauen. Ja, das ist absolut gar kein Problem mehr. So, und dann müssen wir mal gucken, wie sich das hier verhält. Man könnte das fast auflassen. Was ist denn hier kaputt?
Wieso ist das Kabel jetzt hier kaputt? Das zieht den ganzen Stromkreislauf. Ja, jetzt geht's wieder. Das macht diesen ganzen Stromkreislauf ja hier kaputt. Da muss ich echt drauf achten. Was ist denn das hier? Überladungsschaden. Ach, hier ist ein normales Kabel drunter. Und kein Starkstrom. Irgendwas hing da noch. Irgendwas hing da noch. Eieiei, Leute. Komm, schnell bauen das Ding. Danke. So. Jetzt sollte es wieder passen. Da hatte ich einfach, ist ja klar, wie viel 1000 Watt da durchgehen. 20 Kilowatt, ja. Und wir waren irgendwie auch... Hier war ein normales Kabel dran. Das muss ich mal gucken, ob ich noch irgendwas habe, aber eigentlich nicht. Hier scheint alles zu funktionieren. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie auch hier... Ah, das wird wahrscheinlich auch schwierig ausreichen. Guck mal, also das teilt sich jetzt schon. Ich bräuchte eigentlich eine Pumpe für einen so einen... Das ist ein bisschen schwierig. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ich mache es erstmal weiter mit den Gasleitungen und lege das hier hin. Lege das hier mit hin. Die zweite Pumpe. Die zweite Pumpe lege ich auch gleich hier hin. Hier werde ich das nächste Teil auch direkt schon ranbauen. Und hier werde ich mir aber auch irgendwie eine neue Pumpe noch zulegen müssen. Keine Ahnung. Ist ein bisschen schwierig. Also es wird funktionieren hier. Man sieht das ja. Es geht doch eher voll. Wir werden es testen. Ich bin noch nicht sicher. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob es wirklich gut läuft. Aber scheint auf lange Sicht doch hier zu funktionieren, dass sich der Sauerstoff einfach hier 50-50 so ein bisschen teilt. Und ich mache mal gucken, wie viel hier drauf ist. 700 Watt, okay. Aber irgendwas haut hier auch mal nicht hin. Habt ihr das gesehen? Das stockt. Wie geil er summt, ey. Okay, scheint aber trotzdem zu funktionieren. Hier oben natürlich noch nicht. Irgendwas fehlt da. Ja. Das fehlt. Wasserstoff ist hier schon ganz schön voll. Da müssen wir drauf achten. Starkstromleitung kann ich auch hier weiterlegen. Machen wir auch. Richtig formschön hier oben hinlegen. Zack. Ja, und da bringt uns 800 Watt hier. Ist natürlich eine ganze Menge. Darf man nicht unterschätzen, die Wasserstoffgeneratoren. Wenn man eine groß angelegte Sauerstoffproduktion hat, dann geht das. Okay. Wo läuft Sauerstoff? Ach, hier kommt auch keiner. Gasleitung. Machen wir mal auf 8. Und dann würde ich sagen, machen wir auch die Gasleitung hier oben doch mal zu. Machen das einfach mal zusammen. Hä? Ich hab's doch... Was war das denn für ein Bug? Ich hab's doch gar nicht gebaut. Okay, gucken wir mal. Jetzt geht's hier los. Sauerstoff fließt rein. Lassen wir das mal einfach mal ein bisschen laufen. Und dann würde ich fast sagen, ein Meilenstein haben wir hier erreicht. Es scheint hier unten doch zu funktionieren. Der Druck baut sich langsam in diesem ganzen Bereich auf. Das geht. Das zieht hier mit rein. Wieso habe ich eigentlich das hier gemacht? Das ist doch... Ach nee, das könnte man wirklich machen. Das könnte man wirklich machen. Ah, hier zieht natürlich auch was von... Ah, der Raum ist doof hier. Das bringt nichts. Der Raum ist Quatsch. Also dieser Ziegel hier ist Quatsch. So machen wir das. Und eigentlich müsste ich das hier auch zumachen. Aber wer rennt hier rein?
Lassen wir das mal aktivieren, mal gucken, wie sich das verhält. Wasser, Stoff hier oben rein, okay. Nahrung auch wunderschön. Sauerstoff scheint zu funktionieren. Lassen wir es mal ein bisschen laufen, würde ich sagen. Okay. Und wir müssen wirklich gucken, wie sich das verhält. Ziehen hier ganz schön viel raus. Vielleicht bräuchte ich hier doch noch mehr Pumpen, muss ich mal gucken. Es bildet sich doch eine ganze Ecke an Wasserstoff hier oben in dieser Kappe. Ja, und es wird gar nicht richtig produziert. Das reicht nicht aus. Nee. Also Wasser ist da, aber irgendwas hat hier auch eben nicht hingehauen. Oh, hier muss ich noch ein bisschen mehr bauen, habe ich das Gefühl. Die pumpen permanent und der Wasserstoff, der drückt sich hier auch langsam nach unten. Das haut noch nicht hin. Wasserstoff, das haut noch nicht hin. Machen wir mal hier 700. Da springt es auch direkt an. Ist auch kein richtiger Gasdruck da, das ist das Problem. Hier wird so viel abgesaugt. Hier wird so viel abgesaugt. Ich mache hier mal die doppelten Pumpen einfach hin. Das haut nicht ganz hin. Das haut nicht ganz hin. Weil wenn je höher der Druck ist, desto mehr kann sich die Physik auch quasi korrekt verhalten und das alles hindrücken, wo es wirklich hin soll. Nämlich den Wasserstoff nach oben. Das ist irgendwie ein bisschen das vorrangige Ziel. Ja. Guck mal, wie viel der hier eigentlich braucht und produzieren kann. Okay, jetzt wird hier produziert und wir müssen mal gucken, wie sich hier der Druck unten verhält. Maximaler Gasdruck, ja, das liegt auch hier. Ah, die Kappe ist ein bisschen doof. Die Kappe ist hier ein bisschen doof. Ah, ja. Die Kappe ist irgendwie doof. Das kommt hier auch nicht richtig. Hätte ich ein bisschen höher oder tiefer bauen müssen. Aber sieht schon besser aus jetzt. Es sieht schon besser aus jetzt, auf jeden Fall. Müssen bloß darauf achten, ob das Wasser hier hält. Das ist auf jeden Fall die nächste Aufgabe. So, und jetzt gucken wir mal. Ja, es scheint zu funktionieren erstmal. Und drückt sich so langsam in die Gänge rein. Mit den 8 Duplikanten geht das auch mit dem Sauerstoffverbrauch. Die Kühlschränke werden wieder voller. Das heißt, ich könnte die Türen hier erstmal alle wieder auf Auto machen. Und würde fast die hier oben wieder deaktivieren. So, die sind alle deaktiviert, das ist gut. Und ich würde sagen, wir können zumindest ab jetzt autark überleben. Ich muss das als nächstes Mal darauf achten, dass ich die Immunsysteme wieder hochbekomme. Die funktionieren aber auf jeden Fall schon wieder etwas. Die gehen höher. Die Teile kann ich alle deaktivieren. Sauerstoff, Sauerstoff, deaktivieren. Wo war noch einer? Hier. Ich glaube, ich hatte bloß drei. Oh, das läuft aber gut voll hier. Das läuft gut voll hier und das Teil kann ich auch irgendwie abreißen. So. Ja, hier kommt doch ein bisschen Sauerstoff mit rein. Was habe ich da gesehen gerade?
Ja, es scheint zu funktionieren und jetzt seht ihr das auch. Je höher der Gasdruck ist, desto besser kann die Physik auch quasi die gewünschten Formen hier annehmen. Und das ist hier ideal eigentlich. Jetzt muss ich mal gucken, ob das auch so reicht. Der ist auf 700 Gramm. Ah, das ist voll das Ding. Man könnte hier zwei Generatoren mit betreiben. Das ist das Ding. Eieiei. Das ist das Ding. Dann machen wir das doch gleich. Die können sich ja jetzt fast selber am Leben erhalten. Also die könnte hier eine halbe Kolonie mit betreiben mit 1600 Watt. Also was heißt eine halbe Kolonie, aber eine relativ kleine. Das haben sie wohl wahrscheinlich geändert. Früher haben die viel mehr verbraucht. Guck mal, hier ist Stau, weil der Generator gar nicht so viel Wasserstoff abarbeiten kann. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Da werde ich jetzt einfach das Doppelte nehmen. Obwohl es eigentlich ein Idealzustand hier ist. Wirklich ein Idealzustand. Das machen wir noch kurz. So, Leute, da müssen wir nochmal gucken. Ja, der Druck breitet sich aus. Ich finde es auch total geil, diese Hochdruckgasausgänge hier, Gasventile. Super Erfindung. Danke dafür an den Entwickler, an die Entwickler. So, das Letzte, was wir machen, ist jetzt die Sauerstoffversorgung hier nochmal ein bisschen beobachten. Hier sind genug Tonnen drin, das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Wunderschön. Ja, und wir können mit solchen Sachen dann auch an die Produktion von Exosuits denken, also können uns Anzüge bauen und dann wäre das auch kein Problem, mal ein bisschen weiter in die Tiefe zu gehen. Denn nach knapp 120 Zyklen haben wir trotzdem nicht unser Endziel aus den Augen verloren, und zwar Erdöl. Und das finden wir nur in den Tiefen des. Ah, was haben wir denn hier? Sieht schon ein bisschen interessant aus hier. Kohlenstoffmonoxid. Das finden wir nur in den Tiefen des Asteroiden hier, des Erdöl. Und das ist unser Ziel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es hier aussieht. Warum wird hier nichts gepumpt? Jetzt. Ah. Ja, das geht schon besser. Jetzt auf einmal ist es natürlich ein bisschen weg. Jetzt ist es natürlich weg. Müssen wir mal gucken, was wir. Also es scheint zu funktionieren, dass das alles immer auf einem Level hier bleibt. Das ist erstmal okay. Ja, ich würde es jetzt so lassen. Also, liebe Freunde, ich glaube, das ist jetzt, hat jetzt eine Balance erreicht, wo wir sagen können, wir sind nach 116 Zyklen in einer komplett autonomen Kolonie angekommen, endlich. Und wie gesagt, wir machen in der nächsten Folge weiter mit dem nächsten großen Projekt. Das ist dann die Exosuits bauen. Und eventuell gucken wir uns den Geysir an. Das wäre hier perfekt, den Dampfgeysir, und holen uns da unser unendlichen Wasservorrat einfach raus. Und dann ist es absolut gar kein Problem mehr, hier autark zu arbeiten. Was jetzt schon sehr, sehr gut läuft. Wir müssen hier bloß ein bisschen auf den Wasserstand achten. Also. Wenn ihr Fragen, Kritik oder Anregungen habt, haut das in die Kommentare unter diesem Video. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Was kann ich besser machen? Was würdet ihr eigentlich am besten sehen wollen? Oder würdet ihr noch etwas umbauen? Schreibt es einfach in die Kommentare. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.